Willkommen auf dem Kanal. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Videos zu aktualisieren. Heute bringen wir Ihnen das Geheimnis der Gruft von Frau Rosi Mittermeier. Das Grab von Rosi Mittermeier ist eine wertvolle Hommage an eine der größten Skifahrerinnen der Geschichte. Frau Rosi Mittermeier ist einer der großen Namen des deutschen und internationalen Sports. Mit ihren herausragenden Leistungen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Winterspielen hat sie die Herzen, die Bewunderung vieler Fans gewonnen. Das Grab von Rosi Mittermeier geheim zu halten, ist eine Frage der Überlegung. Während viele glauben, dass die Enthüllung des Grabbots den Fans von Rosi Mittermeier die Möglichkeiten geben wird, der Skilegende zu gedenken und sie zu ehren, gibt es auch diejenigen, die argumentieren, dass es notwendig ist, es geheim zu halten. Über dieses Grab ist es notwendig, um die Privatsphäre und den Respekt von Frau zu schützen, Rosi Mittermeier und ihre Familie. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie beispielsweise berühmte Sportler, häufig unangemessene Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ausgesetzt sind. Der Schutz ihrer Privatsphäre ist sehr wichtig, insbesondere nach ihrem Tod. Andererseits kann die Geheimhaltung des Grabes auch ein Mittel gesehen werden, um die Gefühle der Familie von Rosi Mittermeier zu schützen. Viele glauben, dass der Verlust eines geliebten Menschen ein privates Ereignis ist. Die Geheimhaltung des Grabens könnte Rosi Mittermeiers Familie helfen, einen kleinen Teil ihrer Gefühle und Erinnerungen in Zeiten der Trauer und des Leidens zu bewahren. Die Geheimhaltung des Grabes von Rosi Mittermeier ist umstritten und es gibt viele Facetten, über die man nachdenken muss. In dieser Situation ist der Respekt und Schutz der Privatsphäre von Rosi Mittermeier und ihrer Familie jedoch unerlässlich und sollte berücksichtigt werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird, Informationen über den Ort des Grabens zu teilen. Das Grab von Rosi Mittermeier kann als eine Möglichkeit gesehen werden, ihren Willen zu respektieren. Wenn Rosi Mittermeier will, dass ihr Grab geheim gehalten wird, ist das ihr Wille und muss respektiert und befolgt werden. Dies wird dazu beitragen, den Respekt und die Ehre von Rosi Mittermeier auch nach ihrem Tod zu bewahren. Eine Lösung könnte sein, ein Namensschild und eine detaillierte Beschreibung des Grabens von Rosi Mittermeier an einem öffentlichen Ort zu erstellen, um Besuchern das Wissen und Lernen zu ermöglichen. Gleichzeitig sollten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, um den tatsächlichen Standort des Grabens zu schützen. Dies kann dazu beitragen, mit dem Bedürfnis der Öffentlichkeit, sich über Geschichte zu informieren, gerecht zu werden und gleichzeitig die Privatsphäre und den Willen von Rosi Mittermeier und ihrer Familie zu schützen. Die letzte Ruhestätte von Rosi Mittermeier geheim zu halten, mag der Wunsch von Angehörigen sein, den wir auch respektieren müssen.